Ja, moin zusammen und willkommen zurück zu Röki. Wir befinden uns in einer Art Traumwelt und naja, wir müssen uns erstmal umsehen. Also, warum verhalten sich die Möbel so komisch? Weil du hier, ich glaube, du hast diesen Parasiten abbekommen. Kann das sein? Raus geht's auf jeden Fall nicht. Okay, cool. Na schön. Da ist ja der Köppel. Oh, mir gefällt das Ganze gar nicht. Nein, mir auch nicht. Umsehen können wir uns aber nicht mehr, ne? Schade. Schade. So einen Traum hatte ich bisher noch nie. Ja. Der Parasit, was sind vielleicht irgendwo, keine Ahnung, wie hat sich bei dir fest parasitet? Ah, nun also, runter in den Keller. Okay. Ist das alles so, wie wir es zurückgelassen haben? Nee, nicht ganz, es brennt zu wenig. Ich vermisse mein Zuhause, selbst alles Gerümpel. Ach je, kann ich das Licht einschalten? Das geht nicht. Gut, haben wir hier irgendwas? Irgendwas Cooles? Irgendwas da? Was ist unter dieser Decke? Finden wir es raus. Oh. Oh, unser Klavier, das hatte ich ganz vergessen. Also, was wir jetzt hatten. Es ist so lange her, seit Mama mir das Spielen beigebracht hat. Wie ging nochmal diese Melodie? Wie ging sie? Wir haben sie ständig zusammengespielt. Ich kann mich nicht erinnern. Oh. Ah, okay. Wow. Was passiert denn jetzt? Okay. Komm schon, Tove, erinnere dich. Okay, das funktioniert nicht. Okay, drei Türen. Eine rote, rötlich, zwei blaue. Was gibt's denn hier? Aber die Melodie ist schön. Oh. Jetzt bist du ganz klein. Ich bin klein, ein kleiner Tomte, William meinte. Mama hatte Essen für die Tomte liegen lassen. Gekommen ist allerdings nur eine Maus. Was? Okay. Stokers Wasserschüssel. Sie ist leer. Die doofe Katze wird alles trinken. Okay. Da ist nix, nix, nix. Da hinten. Von hier unten sieht alles so eigenartig aus, wie ein ganz anderer Ort. Einer, an dem ich in nichts rankomme. Da ist ja die Katze. Juhu. Unser Vögelchen Shelly. Ach, dich habe ich auch ganz vergessen. Du hast so hübsch gesungen. Oh, Stoker. Sie wird nicht singen, wenn du sie nicht in Ruhe lässt. Kann ich dir, aber mit der Katze selbst kann ich nichts machen, ne? So, was haben wir denn hier? Nix, nix, nix. Und da ist auch nix. Okay, sehe ich das richtig, dass wir hier, zumindest im Moment, warte mal, was ist hier vorne? Nix. Ja, also ich kann beeindruckend wenig machen. Warte mal, hier geht's? Nee, da geht's nicht hin. Ich kann, komme auch nirgends ran, ne? Nein, offensichtlich nicht. Nein, okay. Gut, ich schaue mich mal in den anderen Räumen um. Was? Ob die Maus immer noch da ist? Die Katze hat dich bei all dem Essen, das Mama zurückgelassen hat, nicht verscheuchen können. Oh. Okay, wir kommen zurück. Das ist ja schon mal was. Was haben wir denn hier? Oh, jetzt bist du sehr, sehr groß. Huch, unser Zimmer. Und ich bin wie ein Jütün. Ich könnte mit unserem Zimmer wie mit einem Puppenhaus spielen. Ist das gut? Oh, und da ist der kleine Lars. Oh, der ist aber noch ganz klein, ne? Ich hatte vergessen, wie klein er war. Ich war auch klein. Sieht so aus, als würde er Luftschlagzeug spielen. Leise Spiele mochte er allerdings nie. Ah, ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Was ist das da? Dieses Windspiel gehört nicht hierhin. Habe ich das jetzt? Ich habe es tatsächlich aufgenommen. Was ist das? Ein Abdecktuch. Damit kann man gut Sachen verstecken. Und das ist eben das Windspiel. Okay. Ja, aber im Moment weiß ich nichts. Nicht, nee. Okay. Und sonst geht es auch nirgendwo hin. Wir können auch nicht rückwärts durch die Tür gehen. Okay. Cool. Was haben wir hier?
Jetzt bist du wieder normal groß. Die Wander. Oh, das ganze Haus schwebt. Da haben wir eine Uhrzeit. Was macht diese Uhr hier draußen? Ändert sich auch die echte Zeit, wenn sich die Uhr ändert? Ich hab... Ja, das ist cool. Aber ich habe keine Ahnung, was da rein soll. Was da hin soll, also. Okay. Hallo, Papa. Ich wünschte, du wärst wirklich hier. Egal, ob wach oder schlafend. Ich werde dich bald finden, Papa. Uns beide. Uns beide? Halt, da ist doch was. Was ist das? Käse? Papa. Für die Maus. Ich bin sicher, du hättest lieber einen Rollmops, Papa. Was ist das? Kaffee. Hat Mama das nicht immer getrunken? Er ist noch immer heiß. Halt, warte mal. Guck mal, da kommt das Windspiel dran, ne? Die Stelle fühlt sich irgendwie leer an. Ja, wir müssen die Sachen nur richtig verteilen, gell? So. Hier gehört das Windspiel hin. Ohne Wind ist es einfach nur stumm. Aber hier kam ich doch... Guck mal, da komme ich auch ran. Papas Radio, er hat es andauernd laufen lassen. Ich frage mich, ob es funktioniert. Langsamer Jazz. Papas Lied... Oh, Papa. Keine Ahnung, warum. Kann ich da... Nee. Nee, ich komme nicht an den Besen heran. Haben wir hier denn auch noch was? Ins Haus kommen wir nicht. Blumentopf. Okay, ich glaube, hier waren immer ein paar von Mamas Teekräutern. Ist schon verrückt hier, ne? Okay, so, warte mal. Dann lass uns doch mal in den ersten Raum zurückgehen. Ich denke, der Kaffee kommt da hinein. Warte mal, sind wir? Doch, hier bin ich richtig. Okay, also, der Kaffee vermute ich mal hier unten rein. Die Katze würde alles trinken. Ich hoffe, die Katze versucht nicht, das zu trinken. Doch, genau das wird sie tun. Was ist mit dem Käse? Können wir den der Maus kredenzen? Ja. Oh, da ist sie ja. Sogar eine kleine Maus ist hier. Na, oh, sie ist immer noch hungrig. Hm. Aber mehr habe ich gerade nicht dabei, ne? Gut, wie wäre es denn, wenn wir... Komme ich da oben dran? Ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Nee, das funktioniert nicht. Doch? Oh, das funktioniert tatsächlich. Doofes Kästchen, wie konnte ich dich nur vergessen? Ah, Shelly singt. Es klingt so vertraut. Das muss ich mir hoffentlich nicht merken. Das ist dieselbe Melodie, die mir Mama beigebracht hat. Oh meine Güte, ich hoffe nicht, dass ich mir das merken muss. Was ist denn das? Oh, sogar nein. Okay. Tut mir leid, Maus. Hey, sie hat dich nicht gekriegt. Nie gekriegt. Was für eine Unordnung. Okay, gut. Was ist das? Ein Liedblatt. Ah, sehr gut. Das ist cool. Dann kommen wir nämlich an das Dings heran. Noch ein Topf. Ich bin zu klein, um sie zurückzustellen, aber eine Pfanne könnte nützlich sein. Wie bitte? Eine Pfanne? Weiß ich nicht. Okay, wir gehen erstmal wieder hier hin. Und jetzt können wir doch das Liedblatt hier hinbringen. Ne? Warte mal so. Na. So. Das ist der Beginn dieser Melodie. Ich wünschte, ich könnte mich an den Rest erinnern. Ach, wie ging's sie? Mama wäre traurig, dass ich sie vergessen habe. Ja, schon irgendwie so, ne? So, warte mal, was kann ich denn hier machen? Topf? Nee. Nee, da weiß ich ehrlich gesagt gar nichts mit anzufangen. Oder können wir... Nee, warte mal, lass mal gucken. Nee, hier können wir nur... Tove? Sollen wir den einsperren? Er weiß, was zu tun ist.
Ach so, der macht, veranstaltet jetzt Lärm. Für sein Schlagzeug braucht er aber noch mehr, ne? Ja, guck. Lars liebt alles, was schön lauter ist. Welches Kind tut das nicht? Er hat den Rhythmus im Blut. Ja, das. Meine Schwester fand mich auch total doof, als ich den Kindern ein Xylophon schenkte. Hört sich ziemlich mies an. Naja. Aber diese Melodie. Ah, das ist Mamas Melodie. Okay. Yes. Ja, was ist nun das nun wieder? Nun, das ist der Rest der Melodie. Oh, warte mal, geh da mal hin. Kannst du mitnehmen, genau. Noch ein Liedblatt. Yay! Ja, cool. Wie schön das gemacht ist, ne? So, brauchen wir noch ein drittes oder reicht das? Der Mittelteil. Wir brauchen ein weiteres. Das ist es. Ich fange an, mich zu erinnern. So kurz davor. Wie geht das Ende? Ich kann mich nicht erinnern. Okay, warte mal. Haben wir in einem dieser Räume eine Uhr gesehen? Hier ist keine. Oder irgendetwas, was aussieht wie eine Uhr. Nee, hier ist keine. Im Hintergrund wird es doch schon gespielt. Ist hier. Ist hier denn irgendwas? Nee. Könnte es der Rauch sein und der Schwanz von der Katze? Ist nur so ein Gedanke. Hier ist auch keine Uhr. Okay, warte mal. Also die Katze steht da. Elf oder zwölf. Und der Rauch steht auf der Eins, ne? Kann es das sein? Ich bin nicht sicher. Lass es uns mal probieren. Also elf oder zwölf und der Große auf der Eins. Warte, so. Zeiger wechseln, der Kleine ist dran. Zeiger drehen, den hier hin. Und der hier, oh, warte. Da? Offensichtlich war es das nicht. Nee, das war es nicht. Okay. Tja, das ist nicht, nein, schon gut. Gibt es noch was anderes? Reggae Beats? Oh, das könnte Lars gefallen. Radio-Murmel. Davon bekomme ich Kopfweh. Klassische Musik. Zu langweilig. Es muss doch etwas Besseres geben. Und heute wird es ganz schön windig da draußen. Um 12.45 Uhr. Hahaha. Yes. 12.45 Uhr ist der Wind bei uns. So. Und 45 sagst du. Tada. Und dann ist auch das Windspiel am Start. Das Windspiel. Ja. Sie ist so wunderschön. Warte, das ist dieselbe Melodie. Wie cool das gemacht. Ich finde das total schön. Ein Liedblatt. Na denn? Aber es sieht nicht so aus, als wäre der Parasit hier im Werk, ne? Sonst wäre es ja irgendwas Albträumiges. Nur, was ist es dann? Ich glaube, das ist die komplette Melodie. Sehr laut. Ich habe sie nicht mehr gespielt seit... Oh, das hatte ich vergessen. Wie konnte ich das vergessen? Sie erinnert mich so sehr an sie. Oh, Mama. Nein, warte. Okay, was ist jetzt damit? Bin das ich? Ich war klein wie Lars. Und da ist sie, Mama. Da hat sie mir die Melodie beigebracht. Mama? Ich bin's, Tova. Ich erinnere mich an unsere Melodie, Mama. Mama, siehst du mich denn gar nicht an?
Nein. Mama! Oh je. Geh nicht. Nicht schon wieder. Oh weia. Ich bin zurück. Und dir, geht es dir besser? Es sieht ganz so aus. Die Qualen meiner Träume sind zu Ende. Ich hörte, ich würde Visionen haben, aber das war... Der Nadma-Parasit ist eine Kreatur des Chaos. Es zeigt einem einen Grund für Chaos im eigenen Herzen. Mama. Mein Zuhause, meine Familie. Mama. Du musst eine gewisse Harmonie gefunden haben. Er hat keine Macht mehr über dich und du konntest dich losreißen. Du scheinst über eine Kraft zu verfügen, die ich nicht habe. Ohne dich hätte ich mich womöglich nie von ihm befreien können. Tove, die Mächtige. Oh, das ist süß. Darf ich fragen, was er dir gezeigt hat? Wie du, Familie, Schmerz und Verlust, Tragödie. Eine Entscheidung, die wir trafen. Vielleicht trafen wir sie zu voreilig. Welche Entscheidung war das? Das ist nicht dein Problem. Oh, okay, sollte ich dir helfen? Öffnest du dann das Portal für mich? Nein, niemals. Was? Das Wesen, das jenseits davon lebt, ist zu gefährlich. Es muss verschlossen bleiben, sonst könnten wir dieses Reich ins Chaos stürzen. Ach. Es ist nicht verschlossen, es hat sich geöffnet, ich hab's gesehen. Vielleicht, aber das ändert nichts. Ich kann das nicht tun, es ist nicht mein Reich. Es ist Utangard, das Reich des Chaos. Lars, mein Bruder, er ist dort, ich muss zu ihm. Es wäre möglich, aber dafür braucht es mehr als einen Jötun. Finde meine Geschwister, die Wölfin und den Hirsch. Wenn sie dir helfen, werde ich das ebenfalls tun. Ich gebe dir mein Wort. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, ich komme zurück. Geh nicht weg, okay? Warte mal, müssen wir nochmal mit ihm sprechen? Nee, ne? Es ist alles gesagt. Ja, es ist alles gesagt. So, und ich sollte jetzt aber auch vor allen Dingen... So ein Parasiten haben. Yikes. Okay, ja, dann gehen wir doch mal zurück, ne? Tschüss, Wolfi. Berli, nicht Wolfi, Berli. Ja, die Frage ist nur... Oh, ich würde zu gerne mal gucken, da wir ihn nun erweckt haben, ob sich vorne etwas getan... Ach, ich muss auch die andere Taste drücken. Ob sich da vorne was getan hat. Aber warte mal, seine andere Geschwister? Er erwähnte nur zwei Geschwister. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich gerade passiert ist. Ich muss aber irgendwas richtig gemacht haben. Ich komme, Lars. Oh, ja. Süß. Also, nochmal, er erwähnte zwei Geschwister. Wo bin ich? Hier bin ich. Okay. Da, so. Komme ich da nicht durch? Ich komme da nicht durch. Nun. Dann hier. So, wir gehen gleich nach oben. Geh weg. Geh weg. Wir können den nicht verscheuchen. Okay, na gut. Warte mal hier. Und dann würde ich gerne mal, hier gucken. Aber ich denke, das Erwecken alleine reicht nicht aus, ne? Halt, ich bin auf der falschen Seite. Nein, die Krankheit ist bis hier vorgedrungen. Sie breitet sich so schnell aus. Oh je. War es ja doch gut, dass wir hier hingekommen sind, aber gut ist das nicht. Sekunde, ich bin auf der falschen Seite rausgegangen. Hier. Hat sich hier was geändert? Nee. Der hier. Guck mal, die Krähen gehören auch dazu, ne? Das ist doch hier eine Krähe. Eine Rabe. Okay, Entschuldigung. Eine Rabe, also. Aber jetzt beim Bärchen hat sich nichts geändert, ne? Was für eine große Bärenstatue. Bären. Auf der Säule sitzt ein Bär. Nun gut.
Aber den Raben? Warum hat er nur zwei seiner Geschwister erwähnt? So, wo müssen wir hin? War es nicht hier? Weiß es nicht mehr genau. Nee, hier ist noch Verkehr. Doch, hier ist richtig. Doch, ist alles gut. Doch, so. Wir haben zwar den zweiten Parasiten noch nicht, aber naja, ein bisschen was können wir ja schon mal machen. So. Juhu, ich bin wieder hier. Okay, dann lass mal gucken. Also, du kommst da rein. Ein wirksamer Gegenstand. Ja, und wir haben noch einen. Pass mal auf. So. Eine starke Reagenz. Gut, das haben wir hingekriegt. Aber was machen wir denn jetzt mit dem Tee? Ich brauche den Tee, sonst komme ich da nicht weiter. Wie komme ich denn an den Tee heran? Ich brauche irgendwo Wasser. Von irgendwo. Aber vor allen Dingen benötige ich... Naja, ich muss immer noch einige Dinge... Ein Natama-Parasit. Ja, genau. Die Frage ist nur, ich brauche Wasser für den Tee und ich benötige... Ah ja, hier kommen wir noch nicht durch. Und ich benötige etwas, womit wir es transportieren können. Es muss auf der anderen Seite, aber es gibt sicher einen nicht so schleimigen Weg. Kann ich das Ding hier wieder mitnehmen? Nee, das geht nicht. Okay. Ja, habe ich was für dich? Nee, habe ich nicht. Oder gegen dich, besser gesagt. Na schön. Also, dann laufen wir erstmal zurück. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber vielleicht ist das auch wieder so eine Quaddelgeschichte. Kann das sein? Beim ersten Mal war es das ja auch schon. So. Hier. Ich erzähle erstmal mit ihr. So, und? Hallo? Na? Hast du was zu talken? Hey, Kleiner. Oh, hey, toll, Mutter. Ah, das war sehr toll. Okay. Da ist jetzt nichts mehr. Okay, fein. Kann ich ihr denn die Kräutermischung geben? Nein, das war nicht richtig. Okay. Was soll ich dann tun? Also, wenn du nicht mit ihr... Wie ist es mit der anderen? Warte mal, kann ich hier nicht auch Wasser holen? Ja, sieht komisch aus. So. So. Kommst du? Ja, du kommst. Okay. Hallo. Ja, hier ist nichts mehr mit zu tun. Hi. Nee, da ist nichts mehr mit erzählen, ne? Nee, hier sind wir fertig. Okay. Ja, aber was dann? Was dann? Okay, ich versuch's nochmal bei Trollhilde. Ob sie was zu erzählen hat. Das ist ein sehr, sehr langer Tag hier, ne? So. Kann ich das Schild da eigentlich mitnehmen? Es sieht so aus, als würde es in Hildes Höhle zeigen. Kann ich es mitnehmen? Ich will es nicht durchschneiden. Doch, nochmal, wir brauchen noch ein Brett, dass wir an diesen einen Stab da rankommen. Nichts ausgraben. Okay, so, kann ich hier Wasser mitnehmen? Nein, kann nicht von Nutzen sein. Was ist mit der Teemischung? Nee, das wird nichts. Ich glaube nicht, dass die Dinge zusammengehören. Na toll. Super. Okay, das wird also nichts.
Hier, ich könnte. Ich brauche Feuerholz. Oh, warte mal. Brennt das Buch? Hat das jetzt gemacht? Nein, ich will es nicht zerstören. Der Tee wird kalt. Und wessen Schuld ist das? Ja, ja, ja. So, warte mal. Die Teemischung? Eine bessere Verwendung. Cool. Ich glaube nicht, dass sie kalten Tee. Also wir sollen tatsächlich... Warte mal, kann ich es nicht einfach anzünden? Oh, letztes Streichholz. Damit muss es klappen. Also Holz liegt da unten drunter. Ich kann es sehen. Doch, es reicht. Okay. Aber, okay. So, und jetzt die Teemischung da rein. Ist da denn schon Wasser drin? Ja, ich habe ein leckeres Teerezept für dich gefunden. Besser als alle anderen Trollschwestern? Nur, ihr Tee wird im Vergleich zu unserem nach Schneckentee schmecken. Dann wird Hilda ein neues Lied für uns schreiben. Der Tee ist fertig. Doofe Tiere kriegen keinen Tee. Ja, nein, danke. Der spezielle Tee ist nur für Trolle gedacht. Mehr für Hilde. Für Tove, netter Mensch. Und ihre Knochen. Yes. Es hat funktioniert. Tut mir leid, Hilde. Ruhe dich jetzt aus und friss niemanden. Sie schläft. Okay, das heißt... Ja, ich muss mir deine Flöte ausbürgen. Es ist für einen guten Zweck versprochen. Die würde ich aber erstmal abwaschen, doch. Okay, so. Das heißt, wir können jetzt nach oben gehen, ins Gebirge. Und das Wasser beherrschen lernen. Und mit Beherrschen des Wassers kommen wir auch wieder unten in die Höhle. Juhu! So, da ist das Gebirge. Da. Ganz genau. So. Na denn. Warte, hier geht's hoch. Juhu! Ja. So, hallo, ich bin wieder da und ich habe Sachen mitgebracht. Guck mal. Ein einfaches Instrument mit angenehmem Klang. Ist das alles? Kannst du mir beibringen, Wasser zu befehligen? Wenn das deine Bitte ist, werde ich sie erfüllen. Ja, bitte. Ich wünschte, Lars könnte das sehen. Aussehen, aber jetzt gibt es keine bessere Flöte als diese. Und keine bessere Spielerin. Sei vorsichtig, Wasser ist nicht immer nett, ich weiß. Danke, Fossegrim. Oh. Sehr charmant. Oh. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Oh. So. Na, dann gehen wir doch mal zu dem Tentakel-Dings da zurück. Aber wir haben noch nichts zu spielen für das Ding, um es abzulenken. Und, was vielleicht noch wichtiger ist, wir haben auch kein Brett, um darüber... Obwohl, warte mal, wenn wir das Wasser befehligen können, dann brauchen wir vielleicht gar kein Brett. So. Oh, die Krankheit hat sich weiter ausgebreitet. Wie ist das möglich? Sie muss sich über die Wurzeln ausbreiten. Ach du Schande. Ja, hier auch. Oje, oje, oje. Ich will arbeiten ja dran. Juhu, ich bin da, ich weiß. Wir arbeiten ja daran, das wieder alles in Ordnung zu bringen. So, oh, warte. So, und jetzt die Wasserflöte. Ich hoffe, das funktioniert. Sieh an, das Wasser ist weg. Na schön, gut, Leute, dann gehen wir beim nächsten Mal. Gehen wir da rein? Warte mal, gehen wir?
Wohl nicht. Also zumindest nicht hier. Gibt es hier noch einen anderen Zugang? Hä? Ah, doch, es geht. Ah, oh, nein, diese Kreatur ist immer noch da unten. Oh, das heißt, ich muss hier erst noch was anderes machen. Kann ich hier denn auch rumflöten? Ich weiß nicht, womit ich sie sonst ablenken. Nein, solange das Ding am Leben ist. Wieso? Vielleicht, die will doch nur spielen. Das kann ich nicht durchschneiden. Ich muss das nicht im Glas aufbewahren. Kann ich ihr was zu lesen geben? Ich will das wunderbare Buch nicht zerstören. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Hä? Moment. Sie braucht irgendwas zum Spielen, ne? Aber wo bekomme ich denn jetzt was zum Spielen her? Oder Tee? Auch Tee? Okay, das finde ich mal heraus. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!